Mein Name ist Hunting Mythos und wir spielen wieder Oxygen Not Included. Und ich hab... Verzeihung. Das kam jetzt aus nichts heraus. Wow. Ich hab von gestern zu heute hier noch so einen kleinen Beauftrag gegeben, damit die hier gucken gehen. Der Stress nimmt tatsächlich ein Stück weit ab, was eine gute Sache ist. Ich muss mal ganz kurz Kontrolle machen, was haben wir jetzt hier vorgehabt und so. Auf jeden Fall, Algenterrarien, okay. Also die sollten weiter laufen. Hier unten ist das Wasser durchbrochen worden, also das Eis, meine ich. Es ist warm dort, ne? Das ist nicht so cool. Ich hoffe, das wird funktionieren. Es wird funktionieren. Es wird funktionieren. Oder wenn die harten, heißen Gase raus sind, ja, nur noch das Wasser da ist. Hier unten würde die kühlen, das müsste hinhauen. Ich hoffe es. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Wäre nicht das erste Mal, dass wir ein Problem haben, ne? So, okay. Eine Riesenfläche Alge hier. Eine Riesenfläche Algen hier. Ich, guter Deutsch. Okay. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken. Wir haben... geh halt pennen. Stress steigt wieder, wie immer. Gerade mal ein bisschen besser gewesen, steigt instant wieder. Oben ist noch nichts zu sehen. Hier oben sind sie soweit fertig mit Graben. Genau, da war nämlich das Ende von der Map sozusagen. Tja, jetzt ist die Frage, wo bekommen wir jetzt neue her? Ein Void her, so rum. Whatever. Ich könnte jetzt natürlich sagen, ich mache hier unten das Kohlendioxid weg. Okay, aber... ha. Ist ja auch kein Sauerstoff mehr drin. Irgendwas stimmt mit der Sauerstoffproduktion nicht. Das Kohlendioxid fällt nicht so schnell genug runter, ne? Macht ihr auch die ganze Zeit hier unten in dem ekligen kalten Gebiet? Ha. Wer weiß das? Macht wenigstens diese Dinge erstmal weg. So, das heißt, dann muss ich. Theoretisch kann ich jetzt versuchen. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Keine Ahnung, so. Und grabe dann daneben halt nochmal so eine Reihe runter. Tausche das dann hier mit diesen Dingern aus. So. Dann müsste das eventuell funktionieren. Dann kommt auch das runter. Dann muss ich gucken, dass ich hier unten das Kohlendioxid loswerde. Schneller loswerde. Weil das geht an sich, aber das ist, glaube ich, nicht optimal. Ja. Müssen wir dann sehen. Wir müssen hier auf jeden Fall mal wischen demnächst. Das ist echt widerlich, der Mist hier. Lass mich kurz überlegen, wie warm ist das hier? 3 Grad. Okay, klar, dass das dann... schmilzt der ganze Mist, da warte, bis alles geschmolzen ist. So, guck mal. Dann macht er doch Feine unten. So. Essen haben wir noch relativ viel. Das hier wird dann hoffentlich demnächst nochmal gemacht. Priorität 7. Was ich mal machen kann, ist hier alles abreißen. Hier, das ganze komplette Ding, alles weg. Geht hier weg. Komplette Ding abreißen. Können wir das Material wiederholen? Dann kann ich nämlich den Raum hier zumachen. Ja, zumachen, wollte ich sagen. Hier mit so einem Teil. Machen wir zu die Kiste. Und dann können wir nämlich Stück für Stück hier die Leiter wegreißen. Dann haben wir hier einen Raum, wo wir nichts mehr mit Sauerstoff machen müssen. Weil ich möchte, wie gesagt, die Basis eigentlich komplett dicht machen. Zumindest an den Stellen, an denen wir irgendwas zu tun haben. So, Deko. Das ist nämlich, das ist richtig schön voll mit Deko hier alles und da oben ist so eklig. Ekliger Scheiß. Also das muss ich, das geht noch, der Raum an sich geht noch, aber das ist jetzt nicht mehr schön. Kann man mal kurz gucken, wo liegt denn hier der Strom? Das ist ein extra Stromkreis, ne? Das würde bedeuten, ich müsste rein aus dem Prinzip her eine Strombrücke bauen. Vielleicht immer mal die ganze hoch machen. Eine Strombrücke bauen. Vielleicht hier so wäre okay, denke ich. Dann könnte man von der Dekoration her hier so ein paar Bilder drin zimmern.
Doppelpommes. Wurzeln. So. Muss ich Deko reinschmeißen hier. Bums. Bums. Dann könnten wir strommäßig gesehen. Zwei Hamsterräder. Und eigentlich zwei Batterien, aber da hier schon irgendwas im Weg ist. So. Diesen und dann machen wir hier einfach ganz simpel diesen. Und schließen das hier oben wieder am Stromkreis an. So. Ne? Setzen wir hier die Priorität hoch. So. Dann wird das jetzt erledigt. Das heißt, die bauen das jetzt und wir werden uns jetzt hier drum kümmern. So, den Raum noch fertig zu machen, fertig zu schmücken. Okay. Dann sollte das ausreichen. Dann kann ich nämlich oben den Raum abreißen hier komplett und dicht machen von mir aus. Muss ja nichts mehr hin. Na, dann werde ich oben das noch zumachen. Dann können wir das hier auch gleich mal machen eigentlich. Vorerst mal so und so. Da muss keiner mehr großartig durch. Dann mache ich wie gesagt hier zu. Dann wird hier kein Sauerstoff mehr verschwendet an der Stelle. Düre rein, da muss auch nicht andauernd Sauerstoff rein. Hier eine Düre. So, macht mal. Sehr gut. Kloing, kloing, kloing. Die Hamsterräder sind hier auf Priorität. Achso, die sind fertig. Das würde Sinn machen, denke ich. Gut, dann, damit ist das Wichtigste jetzt erledigt. Dann muss ich bloß hier unten ein Loch hingraben, dass das Kohlendioxid besser runterkommt. Weil, was ist hier jetzt los, das Problem? Verwelkt, heiße Umgebung, ja. Ich weiß, hier kommt ja auch mittlerweile 30 Grad heißes Wasser hin. Scheiße, Mann. Echt scheiße, wisst ihr, da ist jetzt schon in einem kalten Biom und da ist es trotzdem so heiß, die Piste. Das ist doch nicht zu fassen. Was ich jetzt machen könnte, ist vielleicht eine Tür davor setzen. Gucken wir mal, ob das geht. Natürlich muss ausgerechnet jetzt, also mischt sich das immer wieder mit dem heißen Wasser. Oder warte mal, doch, doch, mal die Tür. Andererseits... ich überlege gerade, mal ganz kurz pausieren. Also lass, warte mal, wir lassen jetzt mal weitermachen, isolierte Dingen. Reduziert den Temperaturtransfer zwischen Wänden, das heißt, wenn ich das hinkriege, dass das da schon kühl wird, kann ich hier eigentlich die ganze Decke damit voll machen. Denke ich. So. Das hier ist ja kalt. 11 Grad, okay, aber das ist jetzt nicht heiß, ne? Wenn ich das jetzt so mache, dann müsste doch theoretisch funktionieren. Dann kann ich auch die Tür zulassen, dann kommt erstmal kein Wasser rein. In der Zeit kann das abkühlen, weil dann kommt kein heißes Wasser mehr nach. Das ist jetzt die Idee dahinter. Wollen wir mal gucken, wenn die das bauen demnächst. So, das heißt, ihr habt den Raum südlich fertig. Wäre ja nice, wenn ihr das hinkriegen würdet. Warte auf Materiallieferung. Warum bauen wir mit Gold? Ich hasse dieses automatisch aussuchte Dreckscheiß. Warum soll ich hier mit Gold bauen? Ich hab... Gold ist so ein Waste, Mann. So, ordentlich weiterbauen hier. Wäre schön, wenn ihr heute noch fertig werden würdet, ja. Guck mal, was haben die für Priorität? Priorität 7. Hier das alles komplett wegreißen eigentlich. Dann müssen sie da zum Beispiel wohl nicht mehr hin. Dann kann ich hier die Zwischentür wegnehmen. Weil hier muss keiner mehr rennen in den Raum. So.
gucken. Innerhalb von 2 frei müsste ich hier unten fast schon wieder einen neuen Sauerstoffdingens hinmachen. Kann ich eigentlich. So, damit ist das geklärt. Das heißt, hier kann erstmal zu. Da muss ja keiner mehr hin. Ist ja das Schöne. Das eine Ding noch und dann ist der Raum, ist auch das da fertig und dann ist das gut. Irgendwer kümmert sich um das schon, ne? Sehr brav. Natürlich ist es doof, als wir noch hinten drin und raus müssen, aber sobald das erledigt ist, ist das eigentlich erledigt, würde ich sagen. So. Ding hat. Der Dude ist, dass die das Ding schon bei 15 Grad ist. Das heißt, es ist kühler an sich. Das gibt die Temperatur nicht mehr so schnell ab. Ist halt blöd, dass man Wasser nicht einfach kühlen kann, ja. Man kann es ja nur aufwärmen. So, wie kalt ist es jetzt hier? Hier drin ist es jetzt ganz schön. Also 2 Grad ist schon krass. Muss ich ja sagen. Aber das wird gehen. So, das heißt, das ist jetzt da mit der Brücke verbunden, mit dem Ding. So, okay, das ist sehr gut und das ist schlecht, dass es jetzt Nacht wird. Eigentlich ziemlich schlecht, so. Irgendwann stört hier die Dekoration. Ach ja, der ganze Müll, der hier liegt. Ist da? Wird Zeit, dass mal wieder normale Priorität am Start kommt hier. Und zur rechten Sauerstoffproduktion. Ja, das weiß ich auch. 15,3 Grad. Wenn die so bleiben, ne, dann kühlt sich das hier drin auch ein bisschen ab. An sich. Hoffentlich. Wird sich zeigen, das war 11 Grad. Aber ist ja leid. Das macht ihr fein, Jungs. Mal hier kann ich das abbrechen, weil das sowieso ein bisschen leitet. Ist jetzt nicht allzu warm. Gut, Material ist da. Macht mal. Sehr brav, jawohl. 38 Grad, 41, 42. Die Temperatur fällt im Augenblick. Sehr gut. Das wird was bringen, denke ich. 32 Grad. Natürlich interessant, wie verschieden warm die jetzt sind, ja. Ist dann so ein Durchschnitt zwischen beiden Biomen. Gesundheit. Na komm schon. Was auch immer das gerade für eine Aktion war. Wenigstens ist das Pisswasser da unten, ja. Einer noch und dann wird das erstmal ruhen hier hinten alles. Da wird hier keiner mehr hingehen, außer die sammelt irgendein Zeug ein. Aber bis dahin ist erstmal Schicht im Schacht. Ich kann natürlich auch sagen, ich mache die Türe zu, ja? Warte mal, dann machen wir mal hier. Locken wir die Tür mal, instant. Dann kann erstmal keiner rein und raus. Irgendjemand wird schon kommen und die Tür schließen. So, hier oben ist gewischt. Sehr schön, das heißt, ich kann wieder wischen gehen. So, wischen. Tür ist zu, da sammelt sich Pisswasser, warum auch immer. Aber das müsste jetzt gleich alles mal. Ich müsste erstmal ein riesen Wischkommando machen, weil das ist jetzt nicht mehr schön, wenn sich jetzt das Pisswasser hier auch noch staut. Das geht ja nicht, das muss hier weggemacht werden, alles. Ja. So, das heißt, das hier müsste langsam aber sicher fallen, eigentlich. Tja, ich frage jetzt bloß wann, ja. Muss ich ein bisschen hinziehen. Ich könnte versuchen. Geht ja alles nicht, ne? Dann müsste ich hier hinter der Wand eine Wheezword aufstellen und das ist ja eine Kunst für sich. Die Umgebung ein bisschen kühlen und dann lässt das nicht mal die Kälte durch so richtig. Bei minus 0, irgendwas Grad. Ha. Okay, genau, ihr macht mal da, ihr macht mal da. Ihr habt jetzt hier oben gewischt, dankeschön. Wischen Priorität 8, erstmal hier. Einer hier. Und dann ist es schon wieder Nacht. Und dann hier wollte ich eigentlich sagen. So.
Eure Sauerstoff dringend. Auf jeden Fall nochmal wieder eine Menge essen. Ups. Ja, das waren die, genau. Essen machen ist wichtig. Das heißt, der Tür läuft auch im Augenblick relativ gut. Und die Stressbänke. Wir machen uns demnächst wieder auf der Suche nach dem Void. Das ist, wie gesagt, eine perfekte Methode, die ganzen ekligen Sachen, so wie das hier, die ganze Chlor, alles wegzukriegen. Die perfekte Möglichkeit eigentlich. Man muss es nur in den Griff kriegen. Oder nur finden. Und da liegt das große Problem drin. Es gibt eine Möglichkeit, das Inzen zu finden, aber dafür müsste man cheaten. Und das muss ja mal nicht sein. Ne? So, Kohlendioxid. Ist hier drin ja ordentlich, ordentlich gegeben, ja. Jetzt wird wieder ein bisschen Druck aufgebaut hier, Sauerstoff. Das alles wieder eine Zeit dauern, bis das wieder richtig funktioniert. Guck mal, jetzt kommt das noch 39 Grad hier an. Ist das mehr als vorher? Ja, ist es. Tatsächlich. Na gut, dann müssen wir mal unsere Pumpe umsetzen, wa? Weil das ist ja doch ein bisschen... unschön. Oder doch, hier unten noch mal ein bisschen schlängeln lassen, das Wasser. 42 Grad kommen hier raus. So. Hier kommen raus... 41 Grad. Das wird dann langsam besser. Guck mal, wie sie wischen gehen. Okay, das bedeutet, ich müsste zusehen, dass das immer noch kälter wird. Aber das fällt ja langsam. Also, wenn das, sagen wir mal, bei 20 Grad ist und dann hier durchfließt, dann kommt das mit 25 Grad raus, dann geht das auch. Dann macht das hin. Dann ist nämlich die Umgebung hier drin wieder kalt genug. Oder ich sammle noch ein paar Weasels. Weasels. Aber der Weg bis dahin ist so weit. Teile extra auszugraben. Aber lassen wir die erstmal ganz in Ruhe hier ein bisschen wischen. So. Warum auch immer das unerreichbar ist, das ist ein bisschen unverständlich, aber... Nehmen wir mal so wie es ist, nein, nehmen wir das einfach mal so wie es ist. So, die Aufträge sind raus, das heißt, das müssen die demnächst machen, damit wir hier einen sauberen Arbeitsplatz kriegen. Das werden sie auch Stück für Stück machen. Das ist nicht das Problem. So, innerhalb der Hütten ist nichts Wirkliches. Das ist gut. Fresskisten haben immer höchste Priorität. Fresskisten sind bloß so ziemlich voll. Das ist ein bisschen not so good. Seid die nächste hinzustellen. Tja, so ist es. Aber das ist witzig, wie sich Wasser verhält, ja? Ha. Aufgenommen, Seeweizengras. Seegras, Weizen. Zeugs. Eben. So, schön, jetzt sehen sie in dem Wasser. Ihr solltet wegschlürfen da langsam. Los, wegschlürfen im Mist! Das sind 60 Grad. Hier sind bloß noch 38. Sehr gut. Und wenn das dann mal soweit ist, dann mache ich unten einfach die Tür auf. Ich hoffe, dass das dann nicht zu voll ist bis dahin. Dann lassen wir das nämlich wieder durch. Fleißige Bienchen. So, dann müssen wir mal hier eine 6er Priorität hier mal ein Loch graben. Damit hier das Kohlendioxid ein bisschen weiter runter kann, damit da mal Sauerstoff reinkommt demnächst. Weil es wird ja jetzt erst wieder Zeit, dass sich diese ganzen Dinger hier füllen.
So. Wir machen jetzt hier mal Köppe mit Nägeln. Andersrum, Nägel mit Köppen. Ich will nämlich, dass das dazu ist. Dann kannst du nämlich den Sauerstoff hier drinnen stauen. Natürlich geht das hier vorne raus, sehe ich gerade. Ich nicht jetzt zu. Es geht ja nicht zu schließen, das Ganze. Das ist ja ein bisschen dämlich, ja. Junge, hier vorne ist Wasser, da geht das eh nicht weiter. Das würde bedeuten, dass all das, was hier drin ist, nur ein Stückchen Basis mit Sauerstoff voll ist. So. Da habe ich ja eigentlich einige. 60, alles was über 54 ist. Mal den hier. So, dann sollen sie alle mal ein bisschen Stress abbauen. Guck mal, da sind schon zwei, die ja keinen Stress mehr haben. Und die zwei, die durchfliegen, die sind gerade dabei, denke ich. Das ist Rowan, genau. Und Nails. Und Nails. Ja. Also, das geht. Ist jetzt nicht so, dass das jetzt unmöglich wäre. Purer Stressabbau. Priorität 9. Wir machen das hier noch weg. Dankeschön. So, das sieht doch gut aus. Wird bald Zeit für einen weiteren Duplikant, wa? Einer von denen pennt doch sowieso schon auf dem Boden, ne? Die Frage ist, wer und wo? Warte mal, hier sind 9 Betten. Und 10 Dupes habe ich. Da kommt noch einer angerannt, das ist der 9. Da muss irgendeiner irgendwo pennen. Kurz einen Blick werfen hier. Oder vielleicht noch komfortablerweise noch ein Bett einbauen irgendwo. Hier unten zum Beispiel. Die Sache ist, wir kommen immer weiter ins kalte Gebiet. Was halt keine so gute Idee ist, ja. Klar, wir können es ein bisschen aufheizen, aber das ist jetzt nicht Sinn der Sache. So, Stress nimmt massivst ab. Der Raum wird leer gemacht. Dankeschön. Das ist bloß noch ein bisschen Kupfer und so ein Kram, was sie dann später einsammeln müssen. Toilettenpause, genau. Ich überlege, ob ich den Zwischenraum wegmache. Das hier muss ich auch ändern. Ich kann den theoretisch hier umschlafen lassen. Hier ist noch ein bisschen Platz bis oben. Das heißt, hier sind dann sind 2 Wände, dann habe ich die genau zu. Ja, das ist eine gute Idee. Warte mal, dann machen wir mal hier Mobiliar rein. Nope, wir machen das hier. So und so. Ich glaube, das müsste gehen. Dann machen wir hier rein, wie immer, Dekoration. Jeweils eine Skulptur vorne und hinten. So. Dann machen wir hier eine Leiter dran. Brauchen wir eigentlich nicht. Dann machen wir hier oben einfach nur noch die Wand zu. Und dann haben wir auch das Problem mit dem Sauerstoff nicht mehr so groß. So, Bums, und setzen die Priorität komplett auf 9. Schon mal da. So, dann kann hier nämlich, wer liegt hier drinnen? Frankie kann da drin schlafen, in dem linken Bett. Und irgendwer schläft dann in den anderen Betten. Ist ja egal. Geht ja nur um den Radius von seinem Geschnarche da. Bevor ich das jetzt vergesse, gib mir nicht aus Gold. Mann, das ist so bescheuert. Hier und hier, damit da auch Sauerstoff reinkommt in guten Qualitäten. Ja. Das hätte zumindest was. Und dann kann man sagen, hier, Frankie. Bam, dann können wir das Ding nämlich wegreißen. Und theoretisch könnte man das hier auch wegnehmen, ja. Was ich versuchen kann, ist das zu retten, indem ich alles voll mit Skulpturen mache da drinnen. So. Boom, guck mal. Dann kann der nämlich ganz in Ruhe das alles machen da. Hier, dann machen wir hier noch eine Priorität 9 rein. Da ebenfalls. Dann probieren wir das einfach mal aus, wenn wir das damit ausgleichen könnten. Zumindest so, dass das nicht mehr zum Sterben hässlich ist, ne? Dann ginge das. Ich meine, das Ding hat. Wie viel Dekor? Minus?
Minus 22 pro Stück. Umso mehr man sehen kann, umso schlimmer wird. Also, das ist schon ekelhaft. Das ist schön, zwei Artisten zu haben, hätte ich fast gesagt. Zwei Künstler zu haben, zu Jute. Guck mal, er ist noch ein Dritter, der hat sieben, dann kann der mitarbeiten. Und schau mal, das ist genau der Radius. Also der hat das Bett und dann zwei außenrum, das haut genau hin. Jetzt haben wir auch alle im Bettchen liegen und die Räume werden langsam hübsch hier unten dann noch. Muss ich bloß was einfallen lassen mit dem Printing-Pot. Mit dem Kabel und das alles. Ich überlege, ob ich das Kabel einfach ein Stück nach rechts versetze. Das ließe sich ja machen. Ich brauche bloß die Wand abreißen, das Kabel legen. Und dann ist das sowieso offen. Kann alles ein Stück versetzen, weil die ganzen Sachen, die jetzt hier stehen, nicht mehr nötig sind. Nicht mehr großartig. Und dann kann ich das Printing-Pot theoretisch auf der Seite zumachen mit einer Tür. Na, und dann versuchen hier vorne eine neue Supply-Linie durchzumachen, um sich da hochzubauen. Kann ich denn da Leitern drauf machen? Kann ich. Dann würde ich hier oben eine Tür einbauen, dass man das nicht sieht. Taktik, würde ich sagen. Taktik. Gestresst. Wer denn? Ellie ist gestresst. Leute, Ellie mal langsam auf die Wamsbank gehen hier. Ellie ist auf der Wamsbank. So, dann würde ich sagen, den Stress nicht höher als 39. So, dann können wir nämlich weiter Stress abbauen. Sehr schön. Also Essen ist erstmal wieder eine Masse da. Schlafen kann auch einer, das heißt, wir holen uns noch ein Duplikat dazu. Bam. Also, was haben wir denn im Angebot hier, meine Freunde? Leichtfüßig. Athletik. Kein Augenmaß, kann ich bauen. Kann ich graben. Nudelhände, wa? Und das Immunsystem. Auch weniger Dekorationen. Kann ich bauen. Neben dich. Aber was heißt denn basteln? Ach so, die Räte bedienen. Ah. Oder Otto, Junge. Dann werde ich dir gleich zuweisen. Otto, er kann nicht bauen, er kann aber Sachen delivern und so. Und sich aufs Rad schwingen, wenn nötig und so weiter und so weiter. Und wir haben wieder keinen Strom für die Anti-Stress-Bänke. Das ist ja nur schneuert. Wenigstens kommt langsam der Sauerstoff zurück. So ein Stück weit zumindest. Wie sieht's denn aus? Ups, das sind falsche. Da. Ja, dauert ein bisschen. Jetzt ist vor allen Dingen auch ein Raum mehr, ne? Der nochmal gefüllt werden muss und dann geht das Stück für Stück. Der hier ist ja. Naja. So halt. Jo, dann würde ich sagen, das war's erstmal für die Folge, ne? Also, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ja ein Like da lassen. Ihr könnt mich abonnieren, wenn ihr neu seid. Ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet und vielleicht Tipps, wie man hier noch ein paar Sachen ausbauen könnte. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, auf Wiedersehen.